war noch nie hier. Ich habe eine gute Kollegin auf Arbeit. Sie hat mir davon berichtet. Und sie hat auch davon geschwärmt und hat auch gesagt, Manja, wenn du so viel Probleme hast mit deinen Zähnen, dann fahr doch oder flieg doch mal nach Bulgarien in eine von diesen Kliniken. Und das habe ich gemacht. Ich habe angerufen, habe Kontakt aufgenommen mit euch und bin begeistert. In Deutschland hat man den Prozess nicht, von vorne bis hinten durchgeführt zu werden und so aufgenommen zu werden. Das ist meine Meinung. Ich kenne viele Zahnärzte in Deutschland aufgrund eines Problems, was ich habe. Und habe halt nie den richtigen gefunden. Und hier, denke ich, spielt man mit offenen Karten. Man zeigt, was die Behandlung kostet. Man zeigt, was man tun kann oder tun muss. Und dann kann man sich selber entscheiden, ob man das machen kann. Ich finde, hier ist es auch ein Prozess, der zusammenhängend ist. In Deutschland zieht sich das viel weiter auseinander und hier hat man das in einer Woche oder in ein paar Tagen ist das Thema gelöst. Und das ist, glaube ich, also wenn man Angst hat vom Zahnarzt oder Respekt hat vom Zahnarzt, ist das in einer Woche schneller zu verkraften, als wenn sich das so über ein halbes Jahr so hinzieht. So.